hier und nicht weiter. Ich hätte nicht unbedingt ohne den Darmkrebs den Mount Everest bestiegen. Sie ist so eine Kämpferin. Max ist ja genauso abenteuerlich unterwegs gewesen wie ich. Der Tod ist ein ständiger Begleiter in den Bergen. Das ist schon ein gigantisches Gefühl, da oben. Ein herrlicher Tag, hm? Heidi Sand trainiert wieder in Grindelwald mit ihrer engsten Freundin Sylvie und deren Partner Olivier. Heidi ist keine, die es langsam angehen lässt. Sie hat sich eine neue Bergtour vorgenommen. Neues Ziel ist der Bar de Secret. In Frankreich der südlichste 4000er. Von allen 4000ern der Alpen hat sie schon 79 bestiegen. Es fehlen ihr noch drei. Das fühlt sich gerade schon wieder an wie so ein Neustart. Ich war ja seit über 4 Jahren eigentlich nicht mehr auf der Höhe von 4000. Ich merke es auch, ich habe die letzten Jahre ganz wenig trainiert. Und ja, es wirft einen zurück, wenn man lange Zeit nichts macht. Und da bin ich gerade wieder am Aufbauen. Ein Schicksalsschlag vor 3 Jahren hat ihr Leben verändert. Sie hat erst mal pausiert. Jetzt zieht es sie aber wieder hinauf auf die Berge. Ich glaube schon, dass so ein Bergsteigergehen auch über Generationen weitergegeben wird. Also meine Oma, die hat mit 86 noch ihre Skitouren gemacht. Oder meine Mutter, die wird jetzt 84 dieses Jahr und will unbedingt noch mal auf den 4000 aufs Breithorn. Und der Vater hat mich immer von Kindesbeinen an mitgenommen in die Berge. Wir waren eigentlich als Kinder nie am Strand. Obwohl, ich glaube, wir hätten uns gern alle zusammengetan und unser Taschengeld dafür verwendet, dass man endlich mal einen Urlaub am Strand macht. Dass man mal nach den Sommerferien mitreden kann, wie es Urlaub ist. Wir waren immer nur in den Bergen. Woher kommen Disziplin und ihre Leidenschaft? Die Gefahr und die Glückseligkeit, die liegen, glaube ich, bei mir so eng beieinander. Das macht einen Reiz aus. Daheim in Stuttgart lebt sie zusammen mit ihrem Mann Arne. Seit über 30 Jahren sind sie verheiratet. Ihre 3 Kinder, Paul, Harriet und Henrik, sind erwachsen. Für die beiden Enkelkinder nimmt sie sich Zeit. Seid ihr gut eingepackt? Ja, wir sind gut eingepackt. Der erste Schnee? Meine Familie ist mein Heiligtum, also da geht nichts drüber. Aber es sind natürlich andere Sachen, die du dann auch wieder nicht machen kannst. Also eben nicht alle 8000er. 2014 schrieb sie Berggeschichte. Als sie als erste Deutsche den Makalu bezwang, den 5. höchsten Berg der Welt. Sie war schon auf 3 8000ern. Als ich meine Frau kennengelernt habe, war sie ganz normal. Also das war nicht so absehbar. Aber das ist ja das Schöne, dass man sich im Lauf eines Lebens und einer Beziehung, wenn man sich den Raum lässt, dann eben auch entsprechend entwickeln kann. 4 Jahre nach der Heirat gründet Arne mit Heidis Bruder Max ein Unternehmen. Heidi lernt Hotelfachfrau. Seit 20 Jahren ist sie freie Bildhauerin. Wir sind ja schon über 30 Jahre verheiratet. Arne ist unheimlich zuverlässig. Und das andere, ja klar, daheim so eine sichere Basis, nenne ich jetzt mal, das zu haben, ist super. Ihr gemeinsamer Weg? Kompromisse finden. Heidi hat Glück mit ihrer Familie und eine starke Sehnsucht nach den Bergen. Findet sie eine Balance zwischen diesen Polen? Ja, schön, dass es heute Morgen klappt bei dir. Nur 2 Kilometer von daheim entfernt, die Kletterhalle. Für ihr neues Ziel muss sie fit sein, also laufen, Radfahren, klettern. Vor 2 Wochen war sie schon in den Bergen trainieren. Heute steht eine Trainingseinheit an. Mit Marianne. Mit ihr klettert sie immer mal wieder. Also wir haben so Kommandos über Seil. Wenn man sagt, dreimal ganz fest und schnell ziehen, dann ist derjenige an einem Stand und safe. Das heißt, ich als Sicherer kann sie frei machen sozusagen. Aber das sind Signale, die sind über all die Jahre unheimlich eingespielt aufeinander. Mhm. Weil immer wieder passieren auch Unfälle, dass jemand einen zu früh rausmacht. Und dann ist derjenige nicht mehr gesichert. Wenn die Signale falsch verstanden werden, das ist ein No-Go beim Klettern. Ja, das ist ein absolutes No-Go.
Worum geht es ihr bei den Herausforderungen? Dieses Mal soll es der Barre des Écrins werden. Die Heidi trainiert ja sehr konsequent auf dem Ziel. Und wenn sie nicht konsequent auf dem Ziel trainiert, dann will sie sich bewegen. Und die Heidi mal für eine Woche irgendwo aufs Sofa legen, geht sowieso nicht. Noch 6 Wochen bis zur großen Bergtour in Frankreich. Momentan bin ich ein bisschen eingeschränkt im Training. Jetzt habe ich die Schiene gerade ausgezogen, aber ich habe mich blöderweise vor 2 Wochen tatsächlich beim nichtssagenden Pistenskifahren verletzt am Knie. Und das schränkt einen ein bisschen ein, ja. Also man muss einfach dann gucken, was geht, dosieren, dass man nichts kaputt macht. Aber laufen geht jetzt gerade zum Beispiel nicht. Neuer Trainingstag. Sie trifft sich mit Uwe aus ihrer langjährigen Laufgruppe. Früher zusammen mit Sylvie, ihrer engsten Freundin. Wegen ihres Knies fahren sie Rad. Heidi will vom Ironman-Teilnehmer sportlich lernen. Nee, Heidi ist kein Lauftalent, was man im herkömmlichen Sinn unter Talent versteht. Sondern die Heidi ist einfach ein Ausdauermonster, die einfach verschiedene Dinge macht und dann damit ihre Grundlagenausdauer ergänzt, sage ich mal. Uwe und Heidi haben sich über die Kinder kennengelernt und eine Laufgruppe gegründet. Stundenlang, jede Woche, bei jedem Wetter Marathonläufe geschafft und erlebt, wie jeder so tickt. Ohne mentale Stärke geht sowas nicht. Und da ist die Heidi noch stärker, deutlich stärker als beim Laufen. Das Jahr 2010. Heidi Sand ist 44 Jahre. Sie ist am Mount Denali in Alaska unterwegs, hat Schmerzen. Wieder zu Hause geht sie zum Arzt. Und dann ist nichts mehr, wie es war. Ich war richtig gut körperlich drauf und fühlte mich bärenstark sozusagen. Und der wurde echt blass und hat mich dann gleich da behalten und weitergeleitet ins Krankenhaus, weil er vermutet hatte, da ist ein Tumor am Darmausgang. Und es hat sich es war dann auch eine Notoperation, weil die Gefahr war, dass ich innerlich vergifte. Wurde am nächsten Morgen notoperiert und auch da habe ich mir noch nichts dabei gedacht. Und ein paar Tage später kam der Professor zu mir ins Krankenbett und hat mir die Diagnose Darmkrebs in fortgeschrittenem Stadium unterbreitet. Und dann war es schon, ja, dann, wie man das so sagt, wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird, war schon erst mal gedacht, echt, shit, jetzt bist du drin in dieser Krebsmühle. Ja, so. Die Chemo schwächt nicht nur den Körper, sie drückt Heidi auch auf die Seele. Nichts tun können, sondern warten und hoffen. Für Heidi schwierig, die sonst immer die Dinge selbst in die Hand nimmt. Ihre 3 Kinder waren an eine starke Mutter gewöhnt. Dann kann mich eigentlich nur noch daran erinnern, dass wir irgendwann ins Krankenhaus gegangen sind. Und dann ist die Mama halt mit so einem Tropf uns entgegengelaufen auf dem hier Krankenhausgang und war halt echt komplett mager, irgendwie komplett schwach, ist so gebückt gelaufen. Und da merkt man schon, dass er also weit weg von sicher, dass es gut ausgeht. Und dann muss man das aber halt verarbeiten. Also der Krebs hat sich in mir die falsche Person ausgesucht. Ich will da so schnell als möglich durch. Nach der 6. Chemotherapie, da ging es mir mal echt schlecht. Oh, wirklich so schlecht. Und dann war es bestimmt ein Traum, der schon lange in mir geschlummert hat. Wenn die Sache hier gut ausgeht, würde ich gern noch auf einen 8000er. Oder mich sogar mit einem 8000er Berg belohnen. Völlig gesponnen vielleicht damals, aber ja, aber dann, wo ich das mal hatte, diese Vision, dann ist es immer mehr zum konkreten Ziel geworden. Ah, das könnte echt was sein. Und ja, dann war natürlich der Gedanke, wie verklicke ich das jetzt daheim der Kinder und Arme. Ich war aber auch damals so ein bisschen derjenige, der gesagt hat, sie soll auf dem Everest. Ich glaube, wir haben uns eher für sie gefreut, dass sie was hatte, wo sie wieder, ne, so drauf hingearbeitet hat und so
nach der Krankheit so ein Ziel vor Augen hatte. Und so, man hat es auch echt in ihren Augen gesehen, so diese Lebensgeister, die da wirklich motiviert waren, das zu machen. Also das war für mich auch schlimm, weil man keine Ruhe mehr hatte. Und zwar, ich wusste, der Abstieg ist noch gefährlicher als der Aufstieg. Wir haben nur alle gedacht, die spinnt. Jetzt spinnt sie. Ja, weil das einfach noch mal, also für mich sind die Berge halt nicht mehr so kalkulierbar wie ein Lauf. Ja. Ich kann beim Lauf aufhören, ich kann aber am Everest nicht aufhören und nicht mehr in jeder Situation. Ja. Bis zum Basislager auf 5400 Metern begleiten sie ihr Mann und ihre Freundin Sylvie. Heidi erlaubt sich erst kurz vor dem Gipfel in der sogenannten Todeszone Sauerstoff. Dann war es schon interessant, weißt, wie so ein Traum, eine Vision zum konkreten Ziel wird und wie man dann drauf aufbaut. Das ist ja dann nicht damit getan, dass Heidi Sand den Wunsch hat, sie würde auch gerne auf einem 8000er stehen nach einer Chemotherapie, sondern ich musste dann schon auch verdammt viel dafür tun. Ich musste mich wieder körperlich fit bringen. Ich musste drumherum alles regeln. Es war ja klar, ich bin 8 Wochen weg von den Kindern. Und dann für mich einfach das unsagbare Glück, weil es gibt viele Menschen, die auf den Everest wollen. Es gibt viele Menschen, die gehen 3-mal dorthin und haben das Glück nicht, dass es klappt. Mit der Gesundheit und vor allem mit dem Wetter und Zeitfenster, dass man auf den Gipfel kann. Es ist schon ein gigantisches Gefühl da oben. Heidi, als 7. Deutsche auf dem höchsten Berg der Welt. Und deshalb war ich auf dem Gipfel und als ich wieder unten war und vor allem auch jetzt all die Jahre nur danach so glücklich und so dankbar, dass es geklappt hat. Den Mount Everest als Belohnung. 18 Monate nach ihrem Krebs. Wie in den Bergen ist sie auch im Atelier ganz bei sich. Über Kurse hat sie sich in die Bildhauerei vertieft. Im Atelier ist es für mich unglaublich, wenn ich zurückkomme von der Expedition, verarbeite ich schon in den Skulpturen meine ganzen Erlebnisse, was ich da getan habe, was ich da erlebt habe. Armut, Unfälle, auch Tod. Und aber natürlich auch sehr, sehr viele schöne Sachen. Das Gipfelglück. Da sind so viele Emotionen drin, teilweise in den Skulpturen oder während meinem Arbeiten im Atelier. Ich sage immer, das hat mir den Psychologen ersetzt, ein Stück weit. Workshops geben, kreativ sein und immer etwas tun. Im Herbst gibt es 2 neue Ausstellungen. Hier in Stuttgart, eine in Dägerloch und einmal in den Wagenhallen, ganz groß. Und ich muss mich sputen, ja, ich muss dringend hier ändern, verändern, neue Sachen machen. Von Stuttgart rund 380 Kilometer entfernt die imposante Bergkulisse in Grindelwald. Da ist Heidis zweites Zuhause. Sie ist so oft wie möglich in der Schweizer Bergwelt. Freundin Sylvie und Olivier aus Frankreich sind wieder da zum Training für den Barre des Écrins, den 4000er im April. Heidis jüngster Sohn Henrik arbeitet gerade als Schreiner hier in der Schweiz. Ich glaube, das ist bei uns beiden so, dass halt immer irgendwie Leute um uns rum sein müssen. Und also, wenn man hier irgendwie mal einen Abend alleine ist, dann ist es zwar cool, aber irgendwie dann denkt man sich auch, oh, wäre schon cool, wenn irgendwie jemand da wäre. Ein bisschen Action ist immer wichtig, ja. Und auch bei meiner Mutter logischerweise, dass da immer, sollte immer was los sein, auf jeden Fall. Gastgeberin sein ist ganz nach ihrem Geschmack. Los geht's zur Trainingsrunde. Bergauf zu Fuß über 600 Höhenmeter. Heidi, Sylvie und Olivier und Skifahrfreundin Heidrun werden auch mitkommen. Das steht bislang fest. Sie wollen den Barre des Écrins in Frankreich packen. Erst einmal ein knackiger Aufstieg. Kurze Verschnaufpause an dem Aussichtspunkt El Flou mit Blick zur Eiger Nordwand. Ja, genau. Wir haben trainiert mit Heidi. Du hast mir auf diesen Marathon auch gebracht. Ich habe alles angefangen mit dir. Und Marathon in Stuttgart, jeden Morgen um 8 haben wir uns getroffen, niemals abgesagt. Oder wenn eine war ein bisschen
schwach oder ein bisschen krank oder klein krank. Wir sind langsamer gelaufen, aber immer noch trotzdem. Um 8 jeden Tag, 5 bis 6 Mal die Woche, 10 Jahre lang ungefähr. Und jetzt war das Écrin, haben wir geplant vor einem Jahr ungefähr. Und habe ich, weiß nicht, irgendwann vergessen und jetzt einmal angerufen und gesagt, Bardesekran ist Ende April und ich habe alles storniert und wir sind dabei. Sylvie und Heidi sind schon durch dick und dünn gegangen. Bei den sportlichen Freunden, das ist eine Verbindung für die Ewigkeit. Man erlebt so viele Emotionen, wenn man 2 Stunden miteinander laufen geht, das ist schon auf und ab und die sind super zuverlässig und da viel und verlässlich und gerade auch. Es gab ja schon Touren, wo ich echt den auch, oder wo wir uns gegenseitig unser Leben anvertrauen. Süß, gell? Wieder zurück in Stuttgart kommt ihre Mutter vorbei. Noch immer bergbegeistert. Ja, lass mal schön rechnen, das sind. Wie ist Heidi groß geworden? Wie war ihre Kindheit? Heidi hat 3 Geschwister. Das ist der Max, Jutta, ich und dann Claudia. Ich bin natürlich bestimmt geprägt worden mit 3 Geschwistern und die Jüngere, die Claudia mit dem Down-Syndrom und alle dicht hintereinander, da muss in gewisser Weise schon auch, muss man schon auch immer wieder funktionieren. Funktionieren müssen und früh selbstständig sein. So war es wohl für Heidi, die stark war oder stark sein musste. Und da gab es bestimmt auch Situationen, die man bei einem Einzelkind als Eltern wo man mehr drauf eingeht, als wenn jetzt 4 Kinder da sind. Da wird man vielleicht nicht immer ganz so ernst genommen, wenn ein Problem da liegt. Heidi holt ihre Schwester möglichst oft ab aus der Dorfgemeinschaft für Menschen mit Behinderung, wo Claudia lebt. Komm, schnapp deine Sachen. Rückblickend war sie schon diejenige, welche immer mit dem Punkt war. Das geht sich auch gar nicht anders aus. Claudia konnte ja lange nicht sprechen. Und wenn dann am Tisch irgendwas war oder sie was wollte, dann hat sie halt immer geschrien. Das ist natürlich für Eltern ist es enorm an Nerven aufreibend. Aber als Geschwisterteil, du kennst es ja gar nicht anders. Heidi fährt mit Claudia nach Hause. Und manchmal auch zusammen mit ihr in die Berge. 1. Oh nein. Nein, ich mach das anders. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Hast Mitleid. Ihre andere Schwester Jutta hat das Bergsteigen früh aufgeben müssen. Das ist aber sehr nett von dir. Ihr Vater ist mit 55 Jahren an Krebs gestorben. Im Nachhinein hat es sehr viel Kraft gekostet. Und auch wenn die Kinder früher Freunde mitgebracht haben, die habe ich erst auf die Seite genommen und erklärt, dass Claudia eben anders ist oder auch mal behindert ist. Und da gab es nie Schwierigkeiten. Nee, deshalb auch so mein Thema Integration sollte einfach noch viel mehr stattfinden und früher. Weil von Anfang an gewohnt hast, überhaupt keine Berührungsängste. Sie musste vielleicht früh lernen, sich nach allen auszurichten, sich anzupassen. Als Kind war Heidi schüchtern, wie sie sagt. Die Zeit in Stuttgart nutzt sie auch für ihre Tätigkeit als Referentin. Ihre Erfahrungen mit Tiefen und Höhen gibt sie in Vorträgen weiter, wie hier beim Gartenbauverein im Nachbarort. Referat zu halten in der Schule war für mich der absolute Graus. Ey, und ehrlich, wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass ich Vorträge halte, bis von 30 oder jetzt war es ja teilweise auch wirklich über 250 Leute halt, never ever, ich hätte ihnen der Vogel gezeigt. Für Heidi war die Mount Everest-Besteigung ihre persönliche Belohnung. Für andere eine Art Sensation. Es kamen so viele auf mich zu und haben gesagt, die Story ist einfach gigantisch. Wie man nach so einem Schicksalsschlag sich aufrappelt und sowas unternimmt. Und teilweise sind die Medien darauf aufmerksam geworden. Und auch Cancer Survivors, die Stiftung für Krebspatienten und für deren Angehörige. Ja, und so kamen die Vorträge. Ich war nahezu in allen Ländern auf unserer Erde zum Bergsteigen unterwegs. Zu den größten Highlights zählen die 3 8000er, Bergsteigen in Ecuador, Uganda und Patagonien.
Früher war sie in Topform, mit einem wöchentlichen Laufpensum von 90 Kilometern. Habe ich fast alle 4000er bestiegen und die Eiger Nordwand. Sie hat gelernt, andere an ihrer Lebensgeschichte teilhaben zu lassen und Mut zu machen. Dass man Krebs nicht gleich für sich als Todesurteil sieht, sondern was draus macht. Und jeder, also ich finde es mittlerweile schön, wenn jeder nach so einer schweren Diagnose oder auch nach anderen Schwierigkeiten, die im Leben auf einen zukommt, dass man denkt, es ist aussichtslos. Aber dann fängt sie an zu klickern und dann hat jeder, oder ich finde es schön, wenn jeder so seinen eigenen Everest findet, der ihm wieder Lebensinhalt gibt, den er bezwingt. Wieder mal ist Heidi in ihrem Grindelwald im Wallis zum Training mit Sylvie und Olivier. Im Blick auch die legendäre Eiger Nordwand. Mit dem Eiger im Hintergrund, Daumen hoch. Das ist der Platz hier, wo ich mich tatsächlich dann manchmal hinsetze und die Eiger Nordwand so ein bisschen Revue passieren lasse für mich selber. Also von meiner ganzen Bergsteigerlaufbahn, wenn man so nennen will, war die Eiger Nordwand das Schwierigste. Und schwerer geht's auch nicht mehr für mich. Da ist Schluss. Da war auch das erste Mal, wo ich so, sonst ist es nie so gegangen, aber wo ich da zurückkam, wieder runterkam, habe ich ein paar Tage so Erholung braucht. Und du musst immer unterscheiden zwischen Touren und Eiger Nordwand ist wirklich eine Kletterei in Schnee und Eis. Training für den 4000er. Noch haben sie 3 Wochen. Heidis Knie ist inzwischen etwas besser. Irgendein Hindernis bäumt sich immer auf. Und es klappt ganz gut. Man ist im Leben flexibel und sucht einen anderen Weg dann durch. Also man könnte natürlich jetzt wegen dem Knie eine riesen Geschichte machen und sagen, wir lassen unseren Bardesekran jetzt sausen. Ich bin auch nicht sicher, ob es bis dahin hundertprozentig wird. Aber ich probiere jetzt halt, was möglich ist. Aber bestimmt nicht ohne Plan. Heidi will zusammen mit Sylvie, Olivier und Skifahrfreundin Heidrun ihr Ziel erreichen. Ich trainiere nicht mehr so viel wie früher, leider. Mit Heidi, das war Hochtraining jeden Tag. Jetzt, das tut mir natürlich sehr gut. Ja, für die nächste Tour im April musste ich ein bisschen eine Tour machen. Okay, das ist perfekt so. Hier sind wir ja auf etwas über nur 2500 Meter Höhe. Und die Höhe ist letztendlich, wo du dich schwerer tust, mit, wenn du über 3000 kommst, dann wird die Luft einfach dünner. Und da sehen wir mal, wie wir bis dahin akklimatisiert sind. Ja. Für ihr Gipfelprojekt müssen sie noch einiges tun. Ich war schon in der Gegend, es ist schön am Bardesekran, aber es wird ein langer Tag werden. Einer von 3 Viertausendern, der Heidi fehlt? Der Bardesekran in den französischen Alpen. Das Massiv, ein raues, ursprüngliches Gebiet, von Gletschern umgeben. Die Wetterlage 2 Wochen vor ihrem Start, sehr wechselhaft. In den nächsten Tagen muss eine Entscheidung her. Heidi muss mal wieder kurzfristig planen, die Lage checken, Sylvie und die anderen informieren. Oh, hallo, deshalb rufe ich auch an. Genau, ich hatte ja gerade noch. Heidi ist zurzeit ständig mit ihrem Schweizer Bergführer Lorenz im Austausch. Beschäftigt und mit Lorenz telefoniert. Dass es unter Umständen auch was ein anderer Gipfel werden könnte. Weil doch einfach so ist, dass der Gletscher, der hat einfach nicht genug Schnee abbekommen. Die Verhältnisse am Gletscher schlecht. Und am Massiv könnte es zu Steinschlag kommen. Die Wetterlage immer noch nicht stabil. Ich wollte es nur andeuten, dass ihr wisst, dass vielleicht Plan B kommt. Jo? Okay, Doc, pass auf dich auf. Ja, Grüße nach Paris. Die nächsten Tage. In den Alpen, Lawinenabgänge und Unglücke in Gletscherspalten mit mehreren Toten. Definitive Entscheidung. Eine Gipfeltour auf den Bardesekran. Zu riskant. Ja, eigentlich hat man ja einen der letzten 4000er geplant, die mir noch fehlen. Diesen Bardesekran. Und tatsächlich ist es mein 4. Anlauf und der klappt wieder nicht. Es ist einfach so,
dass sich nicht der Berg nach mir richtet, sondern wir müssen uns nach den Bergen richten. Ein neues Ziel, der Mont Velon in der Schweiz, hochalpin, im Wallis, kein 4000er. Lorenz Frutiger, der Bergführer, wird die Gruppe führen. Dabei Skifahrfreundin Heidrun, Olivier, Sylvie. Tu vas bien? Ça va bien, toi? Und spontan Heidis Neffe Lukas, Sohn ihres Bruders Max. Also es hätte mich überrascht, wenn wir dahin gefahren wären, wo es auch geplant war. Also es ist sehr häufig so, dass das ungeplant wird. Wenn einfach, ich nenne es jetzt mal, die Rahmenbedingungen nicht stimmen, dann muss man halt einen anderen Plan sich machen. Morgen soll's losgehen. Bergführer Lorenz kennt die Gegend an der schweizerisch-italienischen Grenze genau. Wir sind fünf Stunden laufen morgen ungefähr. Ungefähr. Ja. Wie ist die Kondition? Die meisten kenne ich jetzt, die dabei sind. Und das sieht man dann sehr schnell, auch schon beim Zustieg in die Hütte. Hat man ja auch schon Zeit zu beobachten und ein bisschen zu schauen, wie das geht. Und dann kann man das innerhalb von kurzer Zeit einschätzen, ob das klappen wird. Kurz noch ein Routinecheck. Das ist Standard-Tonausrüstung, ja, sobald du ins Gelände gehst. Wenn ein Gletscher dabei ist, brauchst du einen Gurt und Material, dass du eine lose Rolle machen kannst für eine Spaltenbergung. Das ist so das Minimum, was man dabei hat. Und wir hoffen nicht, dass es mehr sind als 7 Kilo, sonst wird es schwerer. Die sind einiges leichter. Zu den Bergfreundinnen von Heidi gehört neben Sylvie auch Skifahrfreundin Heidrun. Auch am Mont Velon ist das Wetter wechselhaft. Dann Hascheisen, Hüttenschlafsack, Schaufel, Sonde, dann Klettergurt. Die Heidi hat gerade im Wetterfenster geschaut. Also sieht sogar so aus, dass morgen ein paar Stunden aufziehen soll. Aber auch das über die Nacht ergibt sich manchmal was ganz anderes. Und hoffentlich ist dann besser morgen, als jetzt ursprünglich vorher gesagt. Heidi hat nach ihrer Krebserkrankung und den Extremtouren wieder Zutrauen zu ihrem Körper. Doch sie weiß, ohne Disziplin geht es nicht. Drei. Zwei. Jetzt kommt wieder deine Spezialität. Okay. Dann machen wir hier. Tochter Harriet, die mittlere der Kinder, ist Personal Trainerin, hat ein paar Jahre in Hamburg gelebt, ist inzwischen aber wieder mit ihrer Familie zurück in Stuttgart. Sie hofft, ihre Kinder haben so mehr von den Großeltern. Bisschen tiefer. So? Ja. Heidi will nach ihrer Hotelkauffrau-Lehre eigentlich Kunst studieren. Ihr Mann Arne und ihr Bruder Max führen die Firma. Mit 27 Jahren hat sie drei Kinder. Die Familienkonstellation, das alles unter einen Hut zu bringen, oh Gott. Also das ist war nicht einfach oft, dass man da jedem zu jeder Zeit gerecht wird. Im Nachhinein betrachtet war ich natürlich schon viel weg von den Kindern. Oder wir, Arne und ich, wir waren viel weg. Wir haben ja die Kinder sehr jung bekommen. Und meine Mutter hatte die Kinder oft. Ja, wir waren viel weg. Aber ich hoffe, sie ist niemand so richtig auf der Strecke geblieben. Guck mal, da war die Omi letzte Woche in Spitzbergen. Heidi ist immer schon unterwegs zwischen beiden Polen, dem Familienleben und der Bergleidenschaft. Aber ich habe versucht, in der Zeit, wo ich dann da bin, weil ich dann ja enorm ausgeglichen war und glücklich war und nie was nachgejammert habe, denke ich, es ist besser, dass die Mutter nicht immer da ist, aber wenn sie da ist, ist sie glücklich und hundertprozentig für die Kinder da, als wie man ist da und ist unzufrieden. So habe ich das zumindest ein bisschen gerechtfertigt für mich. Das hat natürlich schon immer sehr gefehlt, also das hat schon immer eine Lücke hinterlassen, aber wir haben sie da alle ziemlich unterstützt, weil meine Mama für uns sehr viel gegeben hat. Aber klar, es war schon immer eine Lücke da, also auf jeden Fall. Was ja auch wieder schön ist, dass man weiß, was man aneinander hat. Zu Hause und auch in Grindelwald erlebt sie Glücksmomente. Mit ihrem Bruder Max verbindet sie Vertrauen, Liebe, das Bergsteigergehen und Erinnerungen. Ein Dezembertag 2019. Ich war an dem Tag hier auch parallel unterwegs auf dem Tor. Und
Dann hat mich meine Schwägerin angerufen, hat das Telefon klingelt. Und ich sehe schon, meine Schwägerin, es ist Johanna. Und dann war es mir irgendwie klar. Meine Schwägerin ruft mich aus der Schweiz nie an. Und dann war mir klar, wenn die anruft, dann ist irgendwas. Dann ist irgendwas passiert. Ja. Das war eine ganz easy-peasy-Tour. Im Lötschental, sein Hausberg, den wir schon x-mal gegangen sind. Never ever würdest du dran denken, wenn du an dem Hang stehst, dass da eine Lawine runterkommt, die dich derartig verschütten kann. Ja. War ein Lawinenunglück. Der Max war Wahnsinn. Eine Maschine, unglaublich. Er war wirklich gut. Keine Läuferfigur, eher. Ja. Tier, ja. Sylvie war ja in Paris dann, wo auch die Trauerphase, ja, oder wo es mir nicht so gut ging. Und du hast es gespürt? Ja, ich bin so durch. Ich habe, wie gesagt, sorry, ich werde nicht mit dir Weihnachten verbringen und ich bin, oder Silvester, und dann bin ich losgefahren. Ja. Das tat sehr gut. Der Tod ist ein ständiger Begleiter in den Bergen. Mir fällt er brutal jedes Mal auch, wenn ich in die Kletterhalle gehe. Ja, denke ich auch jetzt nach 3 Jahren, wann kommt er endlich die Treppe runter? Aber wir machen genauso weiter. Das wollte er, das hätte er wollen. Wir gehen nach wie vor in die Berge. Vielleicht noch mal, wenn man das überhaupt sein kann, einen Tacken vorsichtiger, bewusster. Aber es hindert uns dann nicht daran, nach wie vor die Berge zu lieben. Tourstart zum Mont Velon. Endlich mal wieder unterwegs. Ein Wettergott, kannst du noch eine Botschaft schicken, dass es gut meint mit uns? Wir wollen keinen Wind, wir wollen Sicht und kein Regen. Null Gefahr gibt es nie in den Bergen, aber momentan ist die Lawinenstufe auf der 2. Stufe mäßig, also die zweitniedrigste Stufe. Das ist sehr gut handelbar, gerade für die Tour, die wir machen, geht das gut. Die Tour hat 2 Etappen. Heute wollen sie die Hütte Cabane du Velon erreichen. Mit Skischuhen erstmal laufen. Die letzten Meter auf dem Gipfel, das ist jedes Mal ein Adrenalinkick, wenn ich mir das jetzt auch gerade so vorstelle. Ich gehe so die letzten Meter. Die letzten Meter sind immer ultimativ. Gefühl von Freiheit. Ja, du fühlst natürlich auch, dass du unendlich klein bist. Dass du nichts bedeutest für die große, große Welt, die große Erde. Achterbahnfahrt der Gefühle ist immer ganz, ganz schwierig, dafür die passenden Worte zu finden. Es ist ungemütlich, kräftezehrend. Ich glaube, es ist schwer nachvollziehbar, wenn man die Leidenschaft nicht hat. Und das wirklich schon mal gefühlt hat, dass, also für uns Bergsteiger ist das pure Leben. Und wir sind uns der Risiken bewusst, aber ohne das wären wir nicht so, wie wir sind, was uns ausmacht. Also wir brauchen das. Es stürmt und es zieht zu. Bis zur Hütte geht's noch ziemlich hoch. Geschafft. Die Berghütte Cabane du Velon auf 2642 Meter. Bei diesem Sturm sind sie nun die einzigen hier oben. Keine andere Gruppe ist heute da. Aufwärmen und Kraft tanken für morgen. Die Lawinenwarnstufe ist noch auf Stufe 2. Und hier haben wir schon gesehen, da das Gletscherplateau, das so rüberzieht. Also am Morgen ziehen wir gleich den Klettergurt an, von hier weg als erstes. Und dann mit den Fellen geht es gleich los, flach über den Gletscher, Richtung diesem Gold de Lagoon.
Und das wird sicher so ein bisschen die Schlüsselstelle am Morgen. Da brauchen wir Steigeisen. Diese Tour ist für Heidi wie ein Neuanfang nach 3 Jahren. Nach dem Tod ihres Bruders muss sie und ihre Familie das Gleichgewicht finden. Heidi geht es auf ihre Art und Weise an. Morgen dann der Gipfelanstieg. Hüttenübernachtung. Der Sturm ist nicht mehr ganz so stark wie gestern. Frühstück um 5. Heute soll dann alles klappen, hier in den Walliser Alpen. Über den Gletscher, den brüchigen Felsgrat und den mächtigen Gipfel des Mont Velon am Ende. Das war traumhaft. Und das ist das Schöne, der Berg, das ist ein total schöner Aussichtsberg. Also man sieht das komplette Panorama vom Mont Blanc bis nach hinten zum Matterhorn. Also da freue ich mich unheimlich drauf. Kurz vor 6 ziehen sie los. Für Neffe Lukas ist es die erste große Bergtour nach dem Tod seines Vaters. Die hochalpine Tour am Mont Velon ist anspruchsvoll und beliebt bei Skitourenfans. In einer Berggruppe orientiert man sich immer am schwächsten. Gleichmäßig und mit gutem Tempo schaffen sie ihre Höhenmeter. So, bisher war es schön. Ich habe mal den schönen Gletscher. Das finde ich immer noch nicht müde anzuschauen. Die genialen Formationen da. Das Wetter wird schlechter. Wenn man sich eher so raufquält und auch wirklich besonders lange Tour ist und das Wetter auch noch schlecht ist. Ich liebe das ja in gewisser Weise, wenn es nicht nur Sonnenschein ist, sondern so das Mix, der Mix aus allem. Dann finde ich immer, man hat den Gipfel besonders verdient. Und das Abenteuerliche ist schon, dass eine Gefahr dabei ist. Ich glaube, sonst wäre es ja, sonst wär's langweilig. Es hat angefangen zu schneien. 4 Stunden früher als angekündigt. Pause. Habe ich Zeit, einen Schluck zu trinken? Nein? Ja? Gestern der Sturm, heute der Neuschnee. Aber sie werden trotzdem versuchen, über den Grat zu kommen. Sind wir ja da kurz vor dem Col de l'Aiguille. Den Pass habt ihr sicher schon gesehen. Das ist ja eine unserer Entscheidungspunkte. Habt ihr alle gemerkt, dass es viel mehr, deutlich mehr Schnee hat als erwartet? Also hat da reingewindet, recht viel Triebschnee. Und das Wetter hat sich jetzt, zeigt sich auch nicht von der besten Seite. Wie wird es weiter oben sein? Minusgrade, Schneetreiben, Risiko. Heidi sucht die Herausforderung. Halt ganz schnell Schluss mit lustig am Berg, wenn da ein Fehler passiert oder dann ein Folgefehler und das drumherum die Bedingungen nicht stimmen, dann kann aus einer einfachen Situation wirklich was Dramatisches werden. Und auf das lässt man sich jedes Mal aufs Neue ein. Ja. Lorenz und Heidi klettern vor, die anderen warten ein Stück weiter unten. Okay, Lorenz. Gut, ja. Scheine sind fest oder ist da was Brüchiges dabei? Nein, das Fels ist eigentlich fest. Das ist soweit gut. Aber auch hier hat es viel Schnee. Oh ja. Wir müssen schauen, ob wir da überhaupt zu den Ketten kommen. Oh ja, du. Du musst über die Jahre am Berg lernen, dich anzupassen. Und wenn nicht, kann es eben auch mal gefährlich werden. Es hat schon recht viel Schnee drin.
Und schwerer als gedacht. Die anderen harren in der Kälte am Fuß des Felses. Gut, Heidi. Oh ja, du. Aber ah, das Stück war mühsam für manche da unten. Ja, ja. Kannst du noch bis zu mir ja. kommen? Geh rechts an dir vorbei, ja, oder? Ja, nein, gleich hier unter mir. Ja, okay. Dann müssen wir schnell schauen, ob das geht. Ja, das ist alles eingefroren, eingeschneit. Und da geht's ja. Aber das ist schon, was da drauf geweht ja, hat, ja, oder? Ja, okay. Richtig, richtig ja, ja. Schnee drauf. Aber da sieht man sofort aus einer leichten Tour ganz schnell eine riesen Herausforderung. Ja, es ist heute echt sehr wild hier hoch. Und so dass ich denke, dass für den Rest der Truppe, dass es jetzt hier einfach oder dass es für uns alle hier gut ist. Das ja? hier fertig ist das. Hier ist fertig, Lorenz. Ja. Nicht ganz Gipfel. Kein Gipfelglück. Guck mal, wie das zumacht jetzt. Also war leider die richtige Entscheidung, Silvi. Hm? Ist uns noch nie passiert. So schlimm. Wie oft hast du das gemacht? Abbrechen kennt die Himalaya-erprobte Heidi kaum. Jojo, beim ersten Mal. Da war das Erdbeben. Und hier auch einmal bei einer Tour, bei einem 4000er. Und jetzt heute. Heute ist es der viele Neuschnee. Auch wäre über dem Felsgrat die Lawinengefahr größer geworden. Machen wir eine schöne Abfahrt. Juhu! Nicht schlecht. Wir waren erst frustriert, dass es nicht weitergeht, aber man muss den Berg respektieren. Zurück in Stuttgart. Heidi Sann stellt ihre Skulpturen aus, zusammen mit einer befreundeten Künstlerin, die Bilder malt. Und es ist einfach so dieses Hochstreben, was ja. mir so Spaß macht. Aber das Heidi fasziniert, dass man aus genau. unterschiedlichen Blickwinkeln ja, genau. auf Skulpturen schauen kann. Die kommt ganz frisch aus der Gießerei, deshalb ist die unten auf dem Brett drauf, weil wir die noch frisch so. Bearbeitet ja. haben. Ja, ja genau. Ja, ja. Heidis Mann Arne, immer an ihrer Seite, auch heute. So, guten Abend. Guten Abend, wir laufen so ein bisschen rum. Noch hat Heidi 3 4000er der Alpen nicht bestiegen. Neben dem Bar des Écrins fehlen noch 2 Gipfel im Mont Blanc-Massiv. Sie gehören zu den herausforderndsten Bergen der Alpen. Ich finde, sie kommt immer extrem ausgeglichen wieder aus den Bergen zurück. Und so mit einer inneren Ruhe kann man das, glaube ich, ganz gut beschreiben. Sieht man ja auch so in den Kunstwerken, dass sich das auch weiterentwickelt. Wenn man einen Schicksalsschlag erlebt hat und wieder ein bisschen Luft zum Atmen findet, dass man dann für sich definiert, wo sind Situationen, die mich glücklich machen, die mir wichtig sind. Und dass man lernt, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. Das Leben ist ein anderes geworden durch den Tod ihres Bruders. Mit ihren Enkelkindern beginnt nun eine neue Zeit. Ich bin nicht mehr so getrieben, wie ich vielleicht eine Zeit lang war. Und ja, war immer so ein Druck da, weil ich noch nicht da war, wo ich sein wollte. Es gibt keinen Plan, ich lasse mich da gerade so ein bisschen leiten, was entsteht. Gerade hat sie aufgehört, Workshops zu geben. Sie schafft sich neue Möglichkeiten und sieht, was noch kommt, als Geschenk. Also ganz klar, Familie und meine Freunde, das ist mein absolutes Lebenselixier. Also ohne die wäre ich nichts. Die machen mich aus. Die machen mich eigentlich zu dem, was ich bin. Die letzten 4000er. Ob die Heidi vielleicht doch noch reizen?